3 Jahre, 7 Monate und 20 Tage. So lang war ich Marlene von Lahnstein in der verbotenen Liebe. Für mich heißt es jetzt auf zu neuen Ufern, aber für euch lasse ich meine Zeit hier nochmal Revue passieren. Viel Spaß. Diese Antiquitäten, die Gemälde, das ist ja die pure Geschichte. Ich kenne sowas nur aus dem Museum. Wenn diese Möbel hier sprechen könnten. Oh, schreckliche Vorstellung. So, alles klar. Hier geht's lang. Guten Morgen. Hier ist also der wunderbare Raum, wo wir morgens alle hübsch gemacht werden. Das ist schon mein lieber Kollege, der Christoph. Guten Morgen. Guten Morgen. Was wird denn das jetzt hier, wenn es fertig ist? Ich zeige so ein bisschen, wie mein Tag bei der verbotenen Liebe aussieht. Und es ist schön, dich gerade hier zu treffen. Muss das sein, dass du morgens hier schon mit der Kamera drehst? Drehst du nicht genug? Naja, man kann irgendwie nie genug drehen. Aber ich sehe schon, ich glaube, der Christoph hat das nicht so gerne, wenn wir ihn hier morgens in der Maske filmen. Hey, da ist ja noch jemand auf meinem Platz. Morgen, Rieke. Na, hallo. Stört dich die Kamera? Nee, gar nicht. Hi. Seht ihr? Und das ist der lebende Beweis, dass Frauen überhaupt nicht eitler sind als Männer. So, jetzt geht's los und aus Melanie wird Marlene. Und keine Sorge, das dauert jetzt nicht eine Stunde. Also, los geht's. Keine 30 Sekunden gedauert, da ist aus Melanie Marlene geworden, zumindest schon mal oben rum. Marlene würde sich jetzt nicht ganz so anziehen, deshalb gucken wir jetzt mal, was unsere Kostümabteilung so für mich rausgesucht hat. Genau, das ist jetzt auch hier schon mal mein heutiges Kostüm. Hier hängen dann noch ganz viele andere Sachen von mir, die ich jetzt aber nicht unbedingt heute anziehe. Das ziehe ich mir jetzt mal an und das heißt, dass wir uns dann gleich umgezogen wiedersehen. So, jetzt bin ich auch untenrum, ganz und gar Marlene von Lahnstein. Ja, ja. Wir müssen los, du bist schon wieder zu spät. Ja, okay, dann bin ich hier, genau. Richtig, okay, dann los. Auf geht's. Ja, los. Hallo. Kostümcheck bitte. Genau. Ja, T-Shirt, Hose. Ohrringe hast du auch an? Ja, die super. Scheinperlen, ne? Genau, super. Super. Dann genau. Vielen Dank. Okay, danke. Dann können wir runter und ab ins Studio. Und ich dachte nicht mehr einfach als Andenken mit so an die Zeit im Studio und die große Wohnung. Es tut mir leid. Ist alles in Ordnung? Es tut mir so unendlich leid. Was? Ich kann dich nicht heiraten. Ja, was zu Marlene auf jeden Fall auch mit dazu gehört, ist dieser Empfangstresen hier. Da bin ich bilderweise mich gesessen und habe E-Mails getippt. Also ich habe so getan, als würde ich E-Mails tippen, weil ich habe ja nicht, der Computer ist ja nicht tatsächlich an. Und dann habe ich immer 10-Fingersystem geübt hier, wenn ich saß. Und
Mit dem Telefon habe ich immer telefoniert und dann gab es sowas wie so einen kleinen Running Gag. Ich bin immer rangegangen. LZL-Empfang, Marlene von Landstein, was kann ich für Sie tun? Und das haben wir irgendwie jedes Mal gemacht und das, glaube ich, ging irgendwann allen dann schon auf die Nerven. Aber wir hatten richtig viel Spaß damit. War eine coole Zeit hier, ja, auf jeden Fall. So, ich habe mich wieder zurückverwandelt von Marlene in Melanie. Damit ich Marlene aber auch kostümtechnisch nicht ganz vergesse, habe ich mir noch was gemopst. Und zwar der Blazer, der für mich einfach ganz typisch ist für Marlene. Den hatte ich so oft an und mit allen möglichen Blusen drunter und den möchte ich mir gerne mitnehmen. Das war meine Zeit hier bei der verbotenen Liebe. 3 Jahre, 7 Monate und 20 Tage gehen hiermit zu Ende. Ich bin total gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Ich werde die Zeit hier nie vergessen und wünsche allen alles Gute.